Gucken wir mal. Hier ist ein Ausrufezeichen. Das Traumlabor. Ich glaube, wir checken uns erstmal das Traumlabor ab. Was auch immer das ist. Also eigentlich müsste ich hier Kanalisation und hier diesen komischen Kerl holen, aber nein. Danke dir, Mike. Verrückter Wissenschaftler. Nun, ich weiß nicht, ob ich ein Wissenschaftler bin, aber verrückt bin ich auf jeden Fall. Ja, verrückt und genial. Genau. Oder andersrum, Glodas? Du hast 100% recht, Chef. Guter Bot, also, was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Da ist eine kaputte Festplatte, auf der ein sehr wichtiges Bewusstsein gespeichert ist. Kannst du es wiederherstellen? Hm, ja, ja, das ist machbar, aber es wird, wie heißt das Wort, Glodas? Das Gegenteil von Pipi einfach. Genau, tut mir leid, er hat gerade neue Redewendungen gelernt. Unwissenheit ist ein Segen, aber Wissen ist Macht. Ah, ich brauche ein paar Ersatzteile, damit das funktioniert. Du kannst sie auch aus der Roboterfabrik Schrottplatz danach fragen. Und jetzt ab mit dir, dieser Roboter braucht dringend ein neues Update. Scheiden tut weh. 10.000 Gutmenschpunkte, alles klar. Ich hab's Gefühl, ich hätte doch irgendwie erst in die Kanalisation, aber naja, egal. Mal sehen, was wir hier haben. Nee, ich verstehe überhaupt nichts. Gut. Okay, klopf, klopf. Nichts passiert. Verrückte Wissenschaftler sagt, Bauteile. Oh, mir wurde gesagt, du hast so eine nützliche Software. Du bist in einem Superlabor. Was hast du denn hier sonst erwartet? Fidget Spinner und Jojos? Davon haben wir auch jede Menge. Natürlich habe ich nützliche Software und auch verschiedene Erweiterungsmodule. Natürlich. Alles gegen eine angemessene Gebühr. Willst du sie sehen? Ja, bitte. Sind Wörter mit vielen Buchstaben zu schwer für dich? Also, du hast wahrscheinlich schon Augmentierungen an Menschen in der Stadt gesehen. Implantate, kybernetische Augen, Gedankenverstärker, superstarke Eisenhände. Du weißt schon, wie bei Major Jacksons Briggs aus Mortal... Nein, ach Gott. Cortal Mombat. Zoro, willst du auch sowas haben? Ein heiliger Strohsack. Das kannst du tun? Es ist ein Kinderspiel. Es wird dich was kosten, aber ich habe hier zwei riesige Dinger rumliegen. Oh. Das ist der beste Tag meines Lebens. Du kannst dein T-Shirt erst einmal ausziehen. Ein paar Unterschriften und wir können anfangen. Fangen wir damit an, dir beide Hände abzuschneiden. Was? Moment mal, was jetzt? Mach dir keine Sorgen, du kannst sie später mit... Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen, was? Wie diese vietnamesischen Kinder aus Apocalypse Today. Was? Aber nach einer Woche solltest du sie trotzdem wegwerfen. Organisches Material, du weißt schon. Erstens, ich habe Apocalypse Today nie gesehen. Zweitens, ich lasse mir auf gar keinen Fall von dir die Hände abschneiden. Die Augmentierungsregeln sind ziemlich eindeutig. Wenn du etwas hinzufügen willst, musst du zuerst etwas abschneiden. Das gilt übrigens auch für den Lollipop-Bereich, falls du dich das gefragt hast. Der Lollipop-Bereich! Oh, wie gut! Das habe ich mich definitiv nicht gefragt. Ich dachte nur, ich sollte es erwähnen. Also, sag mal, willst du jetzt ein paar riesige bionische Superarme oder nicht? Oh, mir ist gerade eingefallen, ich habe gar kein Geld. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das eigentlich doch gar nicht so cool. Oder meine Mutter erlaubt es mir nicht. Ich habe kein Geld. Ich bin mal ehrlich, ich habe kein Geld. Ja, ja, ja. Das ist genau das, was alle Wagemutigen sagen. Wozu ist die Software überhaupt da? Die Frage, die du dir stellen solltest, das klingt, als wärst du die letzten 20 Jahre nicht mehr aus dem Haus gekommen. Also, Software ist jede Art von Anpassung, die du am GPP-Chip vornimmst, der in deinem Smart Head installiert ist. Und dazu erhältst du zusätzliche Vorteile, manche helfen dir beim Kämpfen, andere helfen dir bei der Arbeit. Manche sind auch nur zum Spaß da. Was denn dann zum Beispiel? Zum Beispiel mein Favorite, Loyal Keck. Und was macht das? Er schickt dir einmal am Tag einen Witz. Manche davon sind einfach nur so lulala, aber manche sind saukomisch.
Lodas, erzähl den, den wir heute bekommen haben, noch einmal. Wenn es ein Lil Bob und ein Bobo, wenn es ein Lil Bobo und ein Bobo gibt, wie heißt dann der Vater von Bobo? Big Bobo. Siehst du? Einfach zu tot lachen. Und das ist umsonst? Umsonst? Was ist denn das für ein Wort? Ein sinnloses Konzept. Manche kosten dich eine Installationsgebühr, andere eine tägliche Gebühr. Und pass auf, einige Programme sind untereinander nicht kompatibel. Und wenn du also ein Programm installieren willst, musst du ein anderes entfernen. Zum Beispiel Programme, die dir dabei helfen, besser zu arbeiten. Dich aber nicht viel anderes tun lassen. Verstanden? Willst du dir mal meine Software-Sammlung ansehen? Ja. Was? Der LOL-Cack. Nein. Seit 1991 mache ich Menschen glücklicher. Workout-Booster im Zweifelsfall trainieren? Der Buspass. Als hättest du dein Auge ins Auto, aber du kannst es nicht anhalten. Nicht behalten. Preis sinkt ein bisschen Kraftfokus. Aha. Plus, plus, minus, minus. Okay. Ausdauerfokus, Gewandtheit. Buspass. Ich fahre doch ab und zu mal mit dem Bus. Ah, hat eine Gebühr pro Tag. Ich verpflichte mich, so lange brav zu sein, bis ich die Nase voll habe. Check. Willige ein, meinen Pass mit niemandem zu teilen, zumindest nicht umsonst. Check. Okay. Hat eine Gebühr von einem Ding am Tag. Das ist halt die Frage. Ich müsste dann einmal am Tag auf jeden Fall mit dem Bus fahren, dass sich's lohnt. Aber oft laufe ich auch noch, weil ich nicht so viel Geld habe. Workout Boost. Verbessert. Verbessert Oldschool-Training. Das machen wir ja, weil Neuro kostet. Im Zweifelsfall? Trainieren. Kostet 25. Okay, das Geld habe ich gerade nicht. Nice. Ja, er hat zwei riesige Dinger hier und wir sollen das T-Shirt heben. Das war ein bisschen sexual. Klein bisschen... Ich bin ein bisschen zu nahe gekommen, der Kerl. Kanalisation. Wir brauchen Mix-Zeug. So, jetzt lass mal kurz schauen. Nee, lass nicht schauen. Ich muss mal kurz... Ich lauf mal da vor. Da ist nichts. Ich gehe jetzt mal die Kreuzungen kurz ab. Es hat ja geheißen, triff mich in der Kanalisation. In der Kanalisation wird aber nur dort was sein, wo... Ja, da kann ich einmal so laufen. Wo Abzweigungen sind, wahrscheinlich, glaube ich, hoffe ich. Nichts. Also ich war jetzt halt an den drei Kreuzungen, ansonsten ist hier nichts. Will ich ganz bis hinter... Oh, ich habe so Sorge, dass es ein Waste ist. Es ist nur Zeit. Es ist nur Zeit. Es ist nur Zeit. Da ist nichts. Und da ist auch nichts. Shit. Okay. Jetzt haben wir genug Zeit verplempert, dass wir gleich zum Schrottplatz noch gehen können. Und da nachfragen wegen den Teilen. $400, ja, das ist so ein Wucher. Soll ich gegen ihn trainieren wegen der Wut? Ich guck kurz mal bei ihm das Programm. Ja, da wird's Neurotraining besser und Oldschool-Training wird härter. Weil Muskelschwäche. Okay, nee. Nee. Also wenn, dann Oldschool-Training erhöhen. Weil das ist halt dann doch... dafür habe ich ja die ganze Zeit Geld ausgegeben. Ich brauche ein paar Ersatzteile. Hallo, hast du ein paar Ersatzteile, die ich haben könnte? Brauchst du etwas? Also kommst du direkt zu Grischer gerannt. Aber dann ist nicht die Frage, die du stellen solltest. So war ich. Also, was soll ich dann fragen? Frag nicht, was wir für dich tun können. Frag, ob du einen Roboter für uns vermöbeln kannst.
Wir brauchen jemanden, der unseren Kampfroboter trainiert. Du wärst gerade gut genug. Ich schlage gerne, wenn es das hilft. Okay, wir müssen einen Roboter trainieren. Er hat die Sombra-Schule. Der verringert unsere Chance zum Ausweichen und er selber blockt. Also, Block reduzieren und einmal durchprügeln. Let's go. 1, 2, 3 wurde geblockt. Hier. Wir haben ja 5 Aktionen. Okay, passt. Ja, das läuft. Aber wir müssen energietechnisch... Also ich muss viel Schaden auch einstecken. Ich glaube, das kann ich einfach so weiterlaufen lassen. Nur werden es dann weniger Hits. Na, vielleicht hier einfach reduzieren um 2. Und dann regeneriere ich jetzt schon mal Energie. Aber eigentlich ist es egal. Es ist so, als würde ich nicht genug Energie haben und dann skippt das selber automatisch. Lass mal durchlaufen. Ja, weil wenn er genug Energie hat, dann greift er auch selber einfach so an. So oft. Ein Hit noch. Einer noch. Nein, nicht von dir, sondern von mir. Na, egal. Dann halt so. Zack. Liegt der Robo am Boden. Wird gut trainiert, der Roboter. 20 Wut haben wir jetzt wieder. Damit sind wir auch wieder effektiv. Das war gar nicht so übel. Ja, hier sind die Teile, die du brauchst. Ersatzteile bringen die Teile zu Emmet. Okay, ich hatte gehofft, er hat vielleicht noch bessere Software, mit der ich dann noch ein bisschen besser arbeiten kann. Aber leider nein. Anmeldungen sind verfügbar. Nö, danke. Ich glaube nicht. Ich habe genug gearbeitet. Mal nach Hause laufen. Einmal kochen. Oh, ich hab... Aha. Ich hab kaum noch was. Wo ist denn mein ganzes Geld hin verschwunden? Ja, ich weiß. In die Trainingshalle. I know it. Aber... Dann gehen wir zu Emmet, bringen ihm die Teile. Das dauert auch schon wieder ewig. Aber so vergeht die Zeit, dass wir wieder arbeiten können. Lodas, bitte bestell mir einen neuen Quantenbeschleuniger. Leider ist nicht genug Geld auf deinem Konto. Nicht genug Geld? Ich habe diese Wirtschaft aufgebaut, um Himmels Willen. Und wenn ich an meine Altersvorsorge gehe? Die Rente für diesen Monat wurde noch weiter besteuert. Im Moment hast du nicht genug für eine Tasse Kaffee. Verdammt noch eins. Aber nicht für einen billigen, einen guten mit Sahne und Zucker. Das reicht. Lodas? Und ganz viel cremigen Schaum drauf. Ich hab's verstanden. Und Marshmallows. Oh Mann. Hey Junge, komm her. Ja? Willst du schnelles Geld verdienen? Klar. Ich habe ein paar waffenfähige Körperaugmentationen. Du musst sie nur zur Brücke bringen. Und sie illegal ein paar Polizisten verkaufen. Ja, illegal. Wie in, ich bekomme etwas Geld, du bekommst etwas Geld und alle sind glücklich. Es geht schon. Implantate an die Brücke liefern. Ich wollte eigentlich dir... Hallo, hier, die Teile. Das ist großartig. Das schottische Nationaltier ist ein Einhorn. Was? Ein Einhorn? Ach, das ist noch schlimmer geworden. Jetzt spuckt er wahllos Fakten aus wie eine Art Wikibot. Soll ich später kommen, oder... Gib mir einfach die Teile. Adler ist gelandet. Okay, ich muss das hier schieben und mit dem hier und dann hier links und rechts. Und wenn du mit jemandem zusammenziehst, ist das die perfekte Gelegenheit, dich mit dem Geschmack und dem Stil des anderen bekannt zu machen. Okay, fertig. Also wie lautet das Passwort? Das was? Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen den Namen ihres Haustiers als Passwort verwenden, ist dreimal so hoch wie die... Wie der eines Familienmitglieds. Wenn du das Passwort nicht kennst, dann solltest du es lieber mal herausfinden. Cassie weiß es vielleicht. Bitte, Cassie. Geh einfach, ich muss mich um meine eigenen Probleme kümmern. Probleme sind Chancen in Arbeitskleidung. Henry Kaiser.
Ich habe eine Frage. Ich habe wohl irgendwie vergessen, was ich tun soll. Wir brauchen ein Passwort, Dummkopf. Geh und nerv diesen Cassie, den du erwähnt hast. Und lass mich in Ruhe. Okay. Brücke. 19 bis 7 Uhr. Aha. Mhm. So, so. Ich glaube, ich habe einen neuen Job gefunden. Einen illegalen neuen Job, aber einen neuen Job. Erstmal wieder was zu essen kaufen. Einmal so, einmal so. Und dann perfekt 19 Uhr an der Brücke. Hallo, Wachtmeister. Dieses Sperrgebiet, Junge, sag sofort, was du willst. Ich wurde von Emmett geschickt. Von wem? Dem durchgeschrulligen Wissenschaftler. Weshalb? Ich habe hier etwas für dich. Mein Junge, versuchst du etwa gerade uns in ein illegales Geschäft zu verwickeln? Shitty hinten Würfel spielen einfach, ne? Ja. Das hättest du auch gleich sagen können. Komm schon, gib mir die Ware. Ich hab Lust, das auszuprobieren. Komm her, mein Junge. Ich würde lieber nicht. Na gut, dann hast du das Recht zu schweigen. Okay, okay, klar, los geht's. Kämpfen gegen Polizisten. Der gar nicht mal so schwach ist, aber eigentlich sollten wir es packen. Der verringert einfach alles für uns. Erst lass deine Deckung fallen und bedränge den Gegner. What? Okay, cool. Will ich auch. Erstmal wieder Angriffe reinpacken. Das kann ich rausnehmen, aber ich verringere mal seine Energie. Boah, schön Polizisten aufs Maul hauen. Ja, gönn ihm. Noch eine Runde. Läuft. Das ist halt einfach ein nasser Sack, der Kerl. Das ist einfach nur ein nasser Sack. So, er reduziert jetzt schon enorm. Und wir kloppen weiter drauf. 14 Schaden pro Schlag muss die einfach mal geben. Ja, da liegt er am Boden, ne? Easy win. Das Logo von der Polizei, jetzt sehe ich es erst. So ein bisschen Umbrella, ne? Bisschen Company-mäßig. Das ist wirklich gut. Danke, dass du sie uns gebracht hast. Hast hier ist dein Geld. Aha, Emmett Geld und Augmented Station Dingster Bumster haben wir weg. Das heißt, wir fahren gleich wieder zu ihm rüber und bringen ihm sein Geld und ich krieg mein Geld. Hoffentlich viel. Bitte, danke. Hallo. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Hast du mein Geld bekommen? Hier ist es. 100. Endlich. Glodders, bestell das Ding. Sieht erfüllt, kein Weichei. War das jetzt nur einmalig oder? Hm. Okay, dann fahre ich mal noch zum Schrottplatz für ein bisschen Kohle. Auch wenn ich jetzt gerade 100 bekommen habe. Work. You gotta work. Work, 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 work. Work, 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 work. Ich arbeite so hart auf die Beförderung hierhin. Die alle gar nicht gemerkt, ne? Ich habe Hunger. Aber ich habe schon Essen gekauft. Ich habe schon Essen gekauft. Hinter der Brücke ist nichts. Da können wir nicht hin. Noch nicht. Oder vielleicht gar nicht. Keine Ahnung. Wasteland. Verbotene Land. Keine Ahnung. Erstmal ein Mittagessen, ein kleines und dann ein großes Essen. So können wir beides machen. Bisschen schlafen. Eine Energieerholung. Ist ja schon schön, wenn wir den Essensautomaten wieder reparieren können, ne? Selbst wenn, würde er das nicht anrühren, aber seien wir mal ehrlich, eigentlich sollten wir. Das wäre schon praktisch.
Mickey finden ist mein nächster Task. Nee, nicht Mickey finden. Stopp, wie hieß er? Cassie. Cassie finden. Wir gehen jetzt erstmal dorthin. Und dann kann ich jetzt den neuen Weg gehen. Das dachte ich mir nämlich, ne? Hier einmal da. Oh, man sieht da. Über Raphael. Michelangelo, Raphael. Also, wo muss ich hier... Halt! Der geht da zu dieser späten Stunde. Tut mir leid, ich suche nach... Hier gibt es keine Magie! Was? Lass mich nicht einmal... Geh! Zu Ende reden lassen. Das hier ist das Revier des Widerstands. Jeder, der hier eindringt, wird bestraft. Hör zu, ich muss hier nur durch, glaube ich. Es ist ziemlich wichtig. Na klar, das sagt ihr alle. Und dann fangt ihr an, eure WLAN-Türme aufzubauen. Und erfindet verrückte Theorien darüber, dass die Erde rund ist. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das irgendwie ist. Und stecht uns mit euren Nadeln, damit wir nicht an euren Krankheiten sterben. Echt jetzt? Schluss damit, Eindringling. Ich fordere dich heraus zu einem Duell. Jetzt sprichst du meine Sprache. Edgar Allan Poe. Der Edgar. Okay. Mehrschichtiger Anzug, der hat immer noch das gleiche. Geh mal rein. Einfach draufkloppen. Was ist denn das da hinten? Ist da einfach eine fette Ratte? So, er hat keine Energie mehr. Zack. Und jetzt switchen wir mal kurz die Schule. Auf Arkido. Und dann machen wir hier noch zwei Hits. Mit dem hier. Und das kommt raus. Und... Das hier kostet ihn mehr Energie. Autsch. So, aber dann kippt er um, bekommt extra Schaden, weil er umkippt. Warum? Danke. Hey! Raccoons! Waschbären! Waschbären? Waschbären. Raccoons, ja. Du wirst unsere Geheimnisse sowieso nie entdecken. Was für ein schräger Vogel. So, hier ist wieder Waffenzeug. Wow, wie die von Leonardo. Schon cool. Was? Hä? Hallo? Ich will anklicken. Als ob hier ein Spielautomat steht. Ja, auch wieder einfach so Waffen. Oh, alles cool. Fledermäuse. Der rechte AirPod. Ne, der linke. Den rechten habe ich schon. Neuer Gegenstand, AirPods. Ja, ich weiß zwar nicht, warum ich die habe. Der Traum eines jeden Achtklässlers. Okay, hier auch nichts. Darunter. Endlich, Cassie. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Was zum... zur Hölle ist das hier überhaupt? Mein Plan war es, unterzutauchen. Ich schätze, der Plan hat funktioniert, wenn auch etwas zu wörtlich. Und grüße Bill von dir. Hallo? Wie geht's dir? Ja, er ist ein altes Killer-Mutanten-Krokodil. Das ist halt sein Ding. Cassie, das ist kein Freundschaftsbesuch. Klar, was brauchst du? Ich habe Micks Gerät repariert. Gut gemacht, Junge. Aber es hat ein Passwort. Ist es Punch Club? Sag du es mir, ist es das oder nicht? Wenn nicht, fügst du einfach eine 2 am Ende hinzu. Aber warte, bis du es bei ihm zu Hause einschaltest. Du wirst schon genug zu erklären haben, auch ohne sprechendes Problem. Nichts für ungut, Will. Schon gut. Aktiviere Mick. Was? Spielekonsole. Hier unten kann man sich ein bisschen erholen, ein bisschen trainieren kann ich nicht, nee. Was ist hier? Also klar, die Augen. Vor langer Zeit war eine davon meine. Master Bill, eines der Ninja-Mutanten-Krokodile. So, hier hinsetzen und zocken erhöht Wut. Das ist
Oh Gott. Ich will gar nicht sagen, was für eine gute Analogie das eigentlich zum Leben ist. Ne? Du hockst dich hin für Entspannung und was baust du auf? Zorn. Zorn, Wut. So als würdest du dich prügeln. Ja, ja. Nee? Lassen wir mal so stehen. Als würde man League of Legends spielen, ja? Ja, ja. Muss ich jetzt... Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt zu unserem... Weil der Questbaum ist halt auch gewachsen, ne? Aktiviere Mick. Das mache ich wahrscheinlich eher zu Hause. Also nicht zu Hause, sondern in seinem alten Haus. 2 Stunden. 2 Stunden von hier darüber. Dann geh doch durch die Gasse da. Was ist denn los? Schruck. Augen zu und durch. 9 einfache Buchstaben und 1 Ziffer später. Punch Club 2. Mick wiederhergestellt. Geister vergangenet. Mann, hab ich einen Kohldampf. Ich könnte jetzt wirklich eine Pizza vertragen. Mick, tut mir wirklich leid, dir das sagen zu müssen, aber es gibt keine Pizza mehr. Wer zum Teufel bist du denn bitte? Also, ich bin der Typ, der dich gerettet hat. Weißt du, dein Körper ist gestorben, aber dein Geist ist jetzt... Mach langsam, Kleiner. Ich bin ein durchsichtiger alter Mann, der über dem Boden schwebt. Ich bin ganz offensichtlich ein Geist. Du bist ein Hologramm. Oder was? Ich bin vielleicht tot, aber nicht dumm. Geister gibt es nicht. Du bist Micks Erinnerung, gespeichert auf einer Festplatte. Ich bin ein Gespenst, das meine Feinde in Angst und Schreck versetzt. Okay, dann bist du eben ein Geist. Sind wir in meiner alten Turnhalle? Wo sind denn all meine schönen Trophäen? Also, es ist gar nicht so schlecht verglichen mit dem, womit wir angefangen haben. Ich meine, ich habe getan, was ich konnte. Stimmt wohl. Mit ein paar neuen Geräten könnten wir es wieder zum Laufen bringen. Ich habe das Passwort für dein Büro nie herausgefunden. Oh, das ist einfach. Punch Club 2. Ernsthaft? Bevor wir weitermachen, kannst du mir was erklären? Klar. Okay, also keine Panik, aber... Du weißt schon, dass dieser Satz normalerweise das Gegenteil bewirkt. Ich glaube, du wurdest verflucht. Was? Ich sehe eine leuchtende Zahl über deinem Kopf schweben. Mach dir keine Sorge, ich kenne eine gute Hexe. Puh, Mick, das ist nur meine GPP. Was zum Teufel ist das? Gutmenschpunkte. Je mehr du hast, umso besser bist du als Mensch. Wie kommt man daran? Indem du Ligakämpfe gewinnst, schätze ich. Der einzige Weg, ein guter Mensch zu werden, ist also jemanden zu verprügeln? Warte mal. Kennst du wirklich eine Hexe? Ja, natürlich. Wie wird man sonst warzenlos? Wie ist meine Turnhalle kaputt gegangen? Er stand vermutlich leer. Also hat es niemand übernommen? Braucht denn niemand eine Turnhalle? Hey, es ist nicht so, dass du sie jemandem überlassen hast. Da war ein Typ, er sah dir ziemlich ähnlich, er ist verschwunden. Ach ja, das war mein Vater, das hätte ich früher erwähnen sollen. Die Welt ist klein. Tut mir leid, Kleiner. Dass dein Vater verschwunden ist, meine ich. Aber ich bin auch traurig wegen der Turnhalle. Du hast eine Art Liga erwähnt? Nun, Silver veranstaltet eine in seiner Turnhalle. Genau, irgendwas unter dem Tisch? Hä? Weißt schon, nebenher? Sowas wie Ninja-Kämpfe? Mein Gott, Kleiner, ich meine illegal. Keine Ahnung. Was soll dieser Quatsch mit Silvers Fitnessstudio? Also, er hat Neurotrainingssysteme, VR-Training, Massagen. Neurotraining? Du steigst in eine Kapsel, siehst dir ein paar Trainingsträume an und... Was ein Quatsch! Training bedeutet wortwörtlich schwitzen, mit gefährlichen, schweren Sachen zu hantieren. Ich habe ein paar alte Geräte von meinem Vater. Ach Quatsch, lass uns etwas Neues kaufen. Das Zeug, an das du denkst, wird wahrscheinlich gar nicht mehr hergestellt. Aber ich bin mir sicher, dass wir auf dem Schrottplatz etwas Anständiges finden. Hört sich das illegal genug an? Die Leute werfen also gute Ausrüstung weg und gehen stattdessen zu Traumfitnessstudios. Was für eine Zukunft. Also, ich habe nachgedacht. Das Fitnessstudio von Silver ist doch schick und teuer, oder? Ja, das stimmt.
Wie wäre es, wenn wir ein billiges Fitnessstudio mit altmodischen Geräten eröffnen? Es wäre perfekt für Kinder aus ärmeren Familien. Toll! Dann können sie in den Liga mitspielen und auch gute Menschen werden. Oder heißt es Gutmenschen? Diese GPP-Sache ist echt dumm, Kleiner. Leute zu verprügeln macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Was denn sonst? Freunde, Hilfsbereitschaft, für die Gesellschaft nützlich sein. Wie kann man das überhaupt messen? Darum geht es nicht, Kleiner, aber ich denke, wir können uns etwas ausdenken. So etwas wie Old School Respect. Klingt eingängig. Gut, dann lass uns eure neue Sporthalle zum Laufen bringen. Ja, erstmal dahinter, ne? Punch Club 2. Aha, hey, hier können wir schlafen wahrscheinlich. Dieser Ort hat sich kein bisschen verändert, abgesehen von dem ganzen Staub. Du wirst also jetzt hier wohnen? Wohnen? Ich bin ein Geist, Kleiner. Ich glaube, ich sollte dich heimsuchen. Das reicht jetzt, Mick, du bist kein Geist. Wie kommt es dann, dass ich das Jenseits spüren kann? Das Leben nach dem Tod, beschreib es mir. Alle hassen sich gegenseitig, es gibt viel zu viel nackte Haut und niemand erinnert sich an irgendwas länger als eine Minute. Das ist nicht das Leben nach dem Tod, Mick, das ist das Internet. Das erklärt die ganze Werbung. Aber zurück zu deiner Frage, wirst du hier bleiben? Sag du es mir, ohne einen Körper kann ich mir keinen Reim auf diese Zukunft machen, in der du mich gebracht hast. Vielleicht könnte ich eine Art Hologerät helfen. Sollte er mit danach fragen. Alright, was gibt es hier? Nichts. Rein gar nichts. Ich kann hier nur wieder raus. What? Ohren, Kettlebell. Telefon! Telefon! So, da ist noch ein Stück Pizza. Ich sehe es ganz genau. Okay, dann raus hier. Schrottplatz. Ich kann hier aber nichts Neues kaufen. Aber dann arbeite ich kurz, wenn ich schon hierher bin. Wir haben noch 3 Spots. Dann gibt es eine Beförderung. 1, 2, den dritten schaffe ich nicht. Schade. Das heißt, vorm nächsten Mal arbeiten möchte ich noch mal ein bisschen schlafen, Energie hier, da, dies, das. Ich laufe mal kurz hier rüber. Warte mal. Ich habe noch einmal Essen. Auf zweimal Essen. Lauf nach Hause. Sie schläft schon. Shit. Okay, dann kann ich jetzt nur schlafen. Dann machen wir das mit Emmet heute. Also wir gehen zum Labor. Dann machen wir das mit dem Körper. Dann gehen wir wieder zurück, kochen am Nachmittagabend. Und dann läuft das. Emmet! Emmet, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Tut mir leid, ich kann nicht. Ich bin damit beschäftigt, einen Holokörper für Mick zu machen. Genau danach wollte ich dich fragen. Warte, welcher Tag ist heute? Offensichtlich einen Tag zu früh. Blöde Zeitreisen. Warte, du kannst jetzt durch die Zeit reisen? Macht dich das nicht zu einem allmächtigen Gott, der mühelos jedes Problem lösen kann? Er benutzt sie ausschließlich, um abgelaufenen Joghurt zu essen. Erste Regel des Zeitreisens. Ja, und wir werden es wahrscheinlich nie wieder erwähnen. Also, worum sollte ich ihn gleich noch bitten im Austausch für das Hologerät? Dass er dem Manager des Nachtclubs ein paar GPP-Chips bringt. Ah ja, genau, mach das. Da du das Gerät bereits herstellst, was soll das bringen? Junge, wenn du mich ärgerst, kann ich dich buchstäblich in Joghurt verwandeln. Alles klar, bin schon unterwegs. Nachtclub. Clubstraße. Ab 19 Uhr. Ist gerade alles doof. Ist gerade alles doof. Ist gerade alles doof. Was kann ich gerade Sinnvolles machen?
hier unten arbeiten ist auch blöd, aber machen wir das. Wir fahren mal hin, arbeiten da ein bisschen, bis wir kochen können. Wir haben schon lange keinen Schleim mehr verprügelt, also ein bisschen Schleim punchen. Ja, das mache ich noch nicht. Nein, das mache ich wohl nicht mehr durch. Ah, dieses Spiel. Dann geht's nach Hause ein bisschen kochen. 1, 2. Dann fahre ich hier hinter. In den Nachtclub. Der sich kein Stück verändert hat, aber der Yakuza-Boss. Hier ein paar GPP-Chips. Hallo, kann ich den Manager sprechen? Ja, natürlich. Wir im Nachtclub schätzen jede Art von Kritik. Wache! Warte, was? Ich habe keine Kritik. Emmett hat mich geschickt. Ah, okay. Du kannst die Ware bei mir abgeben. Also, bist du der Manager? Schon verstanden, ich werde jetzt gehen. Was ist mit unserem Schulmädchen hier? Geht da mal langsam was? Ich hasse Stöcke mit Nägeln. Okay. Bisschen bangen. Läuft. Wenn ich denn schon mal hier bin, da geht's wieder raus. Leider, das lohnt sich nicht. Es tut mir leid, es lohnt sich nicht. Wir fahren zum Schrottplatz und arbeiten hier jetzt mal noch bis zur Beförderung. Ja. Anmeldung verfügbar. Ja, wir werden auch mal wieder einen Kampf machen. Aber erst noch die Beförderung. Das kostet wie viel? Du hast mich verstanden, Kumpel. Du hast doch bestimmt noch eine Menge andere Möglichkeiten, richtig? Hey, Liga, kannst du eine Lieferung für mich übernehmen? Ja, was bekomme ich dafür? Sagen wir mal eine Beförderung. Ich bin dabei. Siehst du, ich komme auch ohne deine teuren Dienste zurecht. Ja, ja, das sagt ihr alle. Okay, bitte nimm dieses Implantat, liefer es auf der Brücke ab. Der junge Wachtmeister ist der Schwiegersohn der Patentante meiner Cousine. Und ich habe versprochen, dass ich auf ihn aufpasse. Eben versprochen. Ich habe es versprochen. Also jemandem aus der Verwandtschaftskette, klar? Ich werde sie ausliefern, klar. Okay. Okay. Ich brauche für 100 Meter. Ich brauche für 100 Meter 20 Minuten. 100 Meter 20 Minuten. Was macht der Junge? Da ist er. Du bist verhaftet, Kumpel. Was? Warum? Wegen unerlaubter Lieferung. Es gibt ein Gesetz über Lieferungen? Klar, um die Öffentlichkeit vor Lumpen wie dir zu schützen, die uns unsere hart verdienten Jobs stehlen. Wir klauen unsere Jobs. Nein, Papa, ich bin beschäftigt. Dann schick einfach einen anderen Idioten. Du bist doch der Manager, oder nicht? Aber das ist keine Lieferung. Ich habe nur ein Geschenk von Grisha für deinen Junior-Wachtmeister. Ein Geschenk? Hm, lass mal sehen. Aber diese nicht für dich. Willst du deswegen jetzt einen Streit anfangen? Wenn ich das muss, werde ich das tun. Dann rein da. Punch. Noch ein. Und noch ein. Und zack. Ab ins Gesicht. Und schon wieder. Wird ein knapper Kampf, aber ich glaube, den packen wir so wie vorhin halt auch. Vorhin haben wir den auch schon. Brauchst du deinem Nachbarn 20 Minuten? Das stimmt. Zu meinem Nachbarn brauche ich auch 20 Minuten. Das ist leider wahr. Das ist leider wirklich wahr. Warum brauche ich immer so lange hier überall hin? Ein Punch noch. Jo, da liegt er. Das war wahrscheinlich unsere Beförderung. Gut, bekommen wir wieder oben drauf. Energie und Dings geht runter. Okay, du hast ja recht. Du kannst deine Implantate ausliefern, an wen du willst. Das willst du einfach zulassen? So funktioniert das nicht.
Du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen. Du wirst nie ein richtiger Lieferant sein. Alles klar, Snowflake. Da hinten war gerade ein UFO. Jung. Zeigen Sie Ihren Ausweis. Ja. Verurteile nichts, sonst wirst du verurteilt. Aha, aha, so ist es nämlich. Verlassen. Und wieder 20 Minuten zurück. Du kannst beruhigt sein, ich habe die Waren an deinen Verwandten geliefert. Super, du hast da eine Beförderung. Das beste Biegen. Bonus. $100 Bonus. Aber klar, den Bonus muss man sich erstmal erarbeiten, ne? Das ist schon auch übel. Das ist genug für heute. Habe ich gerade vergessen, was ich machen musste? Ich habe es einfach hardcore vergessen, was ich jetzt da machen muss. Aber wir können hier erstmal noch nach Hause laufen und essen. Und dann schlafen. Dann bin ich auch eigentlich schon wieder voll regeneriert. Ja. Mecker du nur ist okay. Ah, ich wollte nur reinschauen. Ich wollte nicht kochen. Ich wollte nur reinschauen. Mann, ey. Lauf weiter. Und da haben wir schön fertig geschlafen. Wir müssen als nächstes gegen den verrückten Chat kämpfen. Der verrückte Chat ist ein Somba-Kämpfer. Den kriegen wir easy. Tragen wir uns mal ein. Dann wieder zum Mick, weil ich einfach leider komplett vergessen habe. Wegen der Lieferung. Ach ja, habe ich ja gemacht. Haha. Ja, du hast es geschafft. Bitteschön, Dankeschön. Auch egal. Hier ist dein Gerät. Tschüss. Tut mir leid. Es ist schon fast Joghurtzeit. Okay. Fotogerät für Mick. Hey Mick, ich habe das Gerät für dich. Bist du sicher, dass es funktionieren wird? Ich würde fast in Joghurt verwandelt dafür. Also sollte es besser funktionieren. Okay, probieren wir es aus. Die Legende ist zurück, Mick. Ich glaube, es funktioniert. Und klar, auf zur nächsten Phase. Wir haben alles, was wir brauchen, um ein Fitnessstudio zu eröffnen. Bis auf eine Kleinigkeit. Und die wäre? Einen Trainer, Junge. Bist du nicht ein Trainer? Klar, dieser körperlose alte Mann macht dich im Handumdrehen fit. Vielleicht können wir auch noch eine Partnervermittlung aufmachen. Dieser traurige und einsame Einzelner wird dir helfen, die Liebe deiner Träume zu finden. Oder einen Plan zum Reichwerden? Dieser mittellose Alte? Okay, ich hab's kapiert. Was soll ich denn tun? Ich möchte, dass du der Trainer bist. Werde ein Trainer. Ich? Ja, hast du das Zeug dazu, Junge? Oh ja, natürlich haben wir das Zeug dazu. Das ist klasse, allerdings. Allerdings was? Können wir die Sache nicht einfach durchziehen? Du scheinst kein guter Trainer zu sein. Was? Warum hast du mir deine Hoffnung in mir geweckt? Nur um sie dann zu zerstören? Beruhig dich, Drama Queen. Im Gegensatz zu mir bist du am Leben. Es sei denn, das hier ist nur eine Simulation. Wir sind alle nur Batterien für die Roboter oder so. Matrix. Was hast du gesagt? Erst musst du dir ein bisschen Ansehen verschaffen. Aber wie denn? Gewinne in der Silberliga, die du erwähnt hast. Das klingt sinnvoll. Dann mache ich das mal. Dann mache ich das mal. What? Einfach so? Dann mache ich das mal. Okay, damit sind wir wahrscheinlich hier gerade an einem Dead End angekommen. Eine kleine Story-Sackgasse. Ja. Werde Trainer ist dann erst noch. Wachtmeister muss ich noch machen. Die Silberliga, das dauert noch ein bisschen. Und bis dahin können wir mal noch... Ich sehe uns da.
richtig schön viel essen. Ab zu Bobos Farm. Totaler Waste, aber das Geld nehmen wir mit. Förderung hier, schauen wir mal, ob wir das noch machen. Ich weiß es gerade nicht. So, dann hier hinter. Und dann kochen wir da. Arbeiten da weiter. Ich weiß, dass ich jetzt beim Biegen mehr bekommen würde. Aber irgendwie habe ich schon Bock, dass ich alles mache. Also, dass ich alles krieg. Da stand Gewinne in der Silberliga. Aber der Storypart zeigt eigentlich relativ eindeutig, dass wir alles machen müssen. Bis zum... Ich will jetzt nicht sagen Morgengrauen. Aber so lange haben wir gekocht. Putzroboter? Was für ein Putzroboter? Das ist auch beim Roboter. Putzroboter? Ja, hier. Aber der macht doch nichts. Der macht doch nichts. Ist der von Wally? Ich wollte gerade sagen, weißt du, der Chat ist wieder schweinisch, dachte ich mir gerade so. Na, ihr. Aber nein. Der Roboter macht eindeutige Bewegungen, dachte ich gerade. Kurz nach Hause. Essen. Der Wally-Roboter. Der Cute. Wie hieß sie? Ich komme gerade zu spät. Ich komme zu spät. Ich wollte eigentlich gerade noch kochen. Ich habe nicht geschaut. Ach, das ist doch jetzt doof. Also arbeiten. Kann ich hier den ganzen Tag prügeln, bis ich... Ich muss irgendwo eine Time Gap füllen. Ja, ich habe Hunger. Das heißt, ich laufe nach Hause und dann kann ich da kochen. Zweimal. Direkt. Was kann ich dann hier drüben? Schlafen. Bisschen, ja, ich meine, Stärke trainieren. Ich habe gesagt, ich muss eigentlich gucken, dass die anderen Sachen nachkommen. Aber mit 15 Stärke kann ich jetzt hier reingehen, den Pfad des faulen Bären nehmen und registrieren, dass ich zu wenig Gutmenschpunkte habe. Ah! Wir fahren arbeiten, wir fahren biegen heute. Ich habe dann nämlich genug Geld für die Kassette. Das machen wir gleich noch. Ihr werdet den Buff Kampfbronze. Das sind 35. Das ist einmal arbeiten. Das ist... Das nehme ich mit. Und dann arbeiten. Ah ne, wir kriegen ja jetzt 44. Wir kriegen keine 40 mehr. Ich habe mit 40 gerechnet. Mal kurz pausieren und sag was reinhauen und dann weiterarbeiten. Geht das? Schaffen wir das noch? Ich weiß nicht mehr, wie lange wir arbeiten immer. Nein! Warum? Doch, das hat noch gezählt. Das hat noch gezählt. Wir haben 400 irgendwas. Boah, ich dachte schon, das hätte nicht mehr gezählt. Also gehen wir mal hier rüber. Apu. Kassette her. Ich schätze, du bist ziemlich zufrieden mit dir. Das Wichtigste für mich ist ein zufriedener Kunde. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Zu Henrys Haus. Die Strecke hier. Die Strecke, 35 Minuten, 3 Dollar. Die Strecke hier, 20 Minuten, 2 Dollar. Was ist das für eine Relation hier? Hey, Henry!
neue Kassette. Hey Henry, ich habe eine neue Kassette mitgebracht. Cool, wollen wir sie uns ansehen? Klar. Los geht's. Das ist ein richtig schöner alter Film. Film ansehen, das rechte Hosenbein der Götter. Gianni und sein tollpatschiger Kumpel werden auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schatz geschickt, der von einer Sekte von Modemönchen gehalten wird. Ein Comedy-Thriller mit schwindelerregenden Tricks des legendären Gianni Check. Okay, nice. Boah, 125 Oldschool-Points. Oh, das ist Gianni Check immer gut. Ja, das ist ein Klassiker, Kumpel. Eine Sache verstehe ich nicht. Warum kämpft er immer gegen die schwächeren Teile der Bevölkerung? Frauen, Mönche, Eingeborene. Ja, aber die Frauen und Mönche waren schon ziemlich aggressiv. Ich habe schon aggressive Frauen getroffen, aber aggressive Mönche, das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aggressive Mönche ergibt mir irgendwie wirklich keinen Sinn. Aber... was können wir jetzt? Wie ein Shiny-Check. Ein Schlag, noch ein Schlag, noch ein Schlag. Erhöhe die Effektivität des Wing Chun-Trainings. Wir werden hier gespoilert! Limo-Liebhaber. Aha. Limo-Liebhaber. Lecker. Limo sorgt für doppelt so viel Zorn. Oberschläger, ist das alles? Ich bin noch nicht einmal ins Schützengrad. Wird nach einem Kampf mit weniger Energie verbraucht. Rein damit. Sofort. Allzeit bereit, du weißt nie, wann dir etwas nützlich sein könnte. Ermöglicht es dir, mehr Gegenstände in deinem Inventar zu tragen. Nehme ich auch jetzt mal mit. Hammer gemacht. Limo-Liebhaber, ich nehme nie Limo mit. Gianni Check, also Wing Chun. Ja. Okay. Okay, okay. Neuer Gegenstandsplatz, den werden wir jetzt dann auch gleich mal sinnvoll auffüllen. Jetzt arbeiten wir erst noch. Bisschen. Ein kleines bisschen. Ah, wir müssen noch kämpfen, klar, aber... wir können direkt von hier aus in den Kampf rein. Ja, so ein Ding, so ein Wing Chun haben wir in der Kanalisation gesehen. Das ist absolut wichtig. Aber ich glaube, dass das dann eher so ein Ding wird, wenn wir unseren eigenen Club haben, dann steht da so ein Ding und dann können wir da effektiver trainieren. So, Standardkampf würde ich mal behaupten, ne? Blocken ist geringer aus. Standardkampf sollten wir eigentlich easy schaffen. Ja, 5 Punches ins Gesicht, 46 Schaden. Und gleich noch eine Runde. 24, 12, 36, 41. 53 Schaden. Boah. So, bing bing. Ein bisschen Energie wird wieder hergestellt und weiter geht's. Oh, jetzt hat ein bisschen Energie wieder auffüllen, alles klar. Ah, okay, ich muss tatsächlich das ein bisschen umstellen. Wenn ich so mache, regeneriert er die Energie. Also dann nutzt er meine aktiven Züge, um Energie zu regenerieren. Wieder gelernt. Wieder was gelernt. Weil jetzt gerade hatte ich nur Angriffe und er hat nur einen Angriff gemacht, wenn er auch wirklich die Energie hatte. Hat aber keine Energie blind regeneriert.